Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play Airport Simulator 2013. Tag, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Airport Simulator 2013. Oh, Verzeihung. Ich habe jemanden angestoßen. Das war keine Absicht. Das tut mir auch sehr leid. Das wollte ich nicht. Entschuldigung, auch das wollte ich nicht. Ich hab's kaputt gemacht. Nein, das ist ja ganz wichtig. Bei Simulatoren muss man ja schon die Physik auch testen. Deswegen mache ich das. allerdings, nein, nicht so absichtlich. Das ist, das war keine Absicht. Es tut mir sehr leid. Komm, wir arbeiten uns wieder weiter voran. Wir haben einen wichtigen Auftrag. Ich bin gerade dabei, dieses Flugzeug startfähig zu machen. Das heißt, ich muss jetzt noch Fracht reinladen. Jetzt weiß ich aber nicht, wo ich die kriege, die scheiß Fracht. Vielleicht eben in der Nähe des Flugzeugs. Weil an der üblichen Stelle, wo ich sie in der Trainingsmission gekriegt habe, da war nichts. Schauen wir mal da drüben hin. Ah, ich hab's schon gesehen. Haha, pass auf, hier. Da ist wieder dieser unauffällige gelbe Pfeil. Der sagt mir, da muss ich hin. Und das machen wir doch glatt, ne? So. Und dann wird es grün und dann mache ich Space-Taste und dann kann ich was beladen. Und warum geht's jetzt nicht? Hallöle? Ah ne, komm, hör auf, oder? Das stimmt jetzt nicht, oder? Ich muss jetzt von der anderen Seite ran, oder was? Wie lange habe ich eigentlich noch Zeit? Ah, 17 Minuten noch. 300 Euro, da seht ihr es, rechts oben habe ich schon eingesackert. Ich brauche aber 1100, damit ich diese Mission schaffe. Jetzt muss ich wenden, weil ich da andersrum reinfahren muss. Mein Gott, ey, das sind da Vorschriften. Das muss alles seine Ordnung haben, ne? Ganz, ganz klar, nach Paragraph so und so werden jetzt wieder ein paar Zuschauer in die Kommentare schreiben. So! Komm, gib mir das Zeug her. Das nimmst du auch noch her. Ja, kann nicht genug Ladung sein. So. Ich habe keine Ahnung, was das mit der Realität zu tun hat, wie das wirklich am Flughafen abgeht. Ich schätze mal, in groben Zügen wird es wohl stimmen. Aber ob es so genau stimmt, ich weiß nicht. Wenn irgendwelche Flughafenmitarbeiter zufällig hier zugucken, ich bin für solche Informationen immer dankbar. So. Warte mal. Ja, genau. Jetzt muss ich wieder raten, welche Taste ich verwenden muss. Ob die Pfeiltaste oder die A, W. Ah, okay. In dem Fall war es die W. Die Taste W. Nach oben drücken, ist klar. Wenn ich nach links das Ding bewegen will, ist klar. Dann, ne? Und hier ist noch Pfeil hoch. Und da muss ich es weiter nach links bewegen. Wahrscheinlich wieder mit W, ne? Ja, klar. Hm. Naja, so richtig selbsterklärend ist das ja nicht, ne? Bitte fahre die Frachtwagen zur Seite. Du Arschloch, ich muss doch erstmal hier noch... Hä? Warte mal, ich will doch jetzt das andere auch noch reinladen, oder? Na eben. Das wollen wir doch auch mitnehmen. Tja. Wie geht das jetzt wieder? Warum macht er jetzt wieder nicht, was ich will? Ach scheiße, jetzt sehe ich es gerade. Ich habe das wieder... Ich muss das erst wieder runterfahren, oder? Scheiß Dingsbums, ey. So. Ja. Und jetzt muss ich wieder zum Dingsbums zurück. Und dann muss ich das jetzt hier rüberschieben. Das wird doch wohl gehen jetzt. Warum geht denn das jetzt nicht? Ah, jetzt geht's. Oh oh. Etwas wackelig, würde ich sagen, aber. Passt. Dingeling! So, jetzt muss ich natürlich das Zeug hier wieder wegfahren. Jetzt habe ich ja alles erledigt. Seht ihr das? Prima, ne? Alles grün, alles grün, alles grün. Und jetzt noch Flugzeug schleppen. Wie kann ich jetzt wieder zurück zu dem scheiß Ding? Ja, der muss ja weg, ne? Das ist ja klar. Den bringe ich zu seinen Freunden. Pat und Patachon, die sich irgendwie hier immer so lustig um die eigene Achse drehen. Komm, geht noch. So viel Zeit muss sein. Ich habe noch 14 Minuten, Freunde. Scheiße, das war nicht gut. Der Wendekreis ist ziemlich für'n Arsch. Das Teil hat den Wendekreis eines Kühlschranks. Ich muss das ein bisschen besser anknuffen hier, sonst geht das nicht. Ach komm, leck mich am Arsch. Was war noch? Dann muss ich wegfahren. Was muss ich jetzt noch wegfahren? Na, jetzt muss ich erstmal das Ding erholen, ne? Jawohl, ja. Oh scheiße, da sind noch neue Flugzeuge. Muss ich die dann auch noch machen? Was ein Stress. Wie habe ich denn? 400 von 1100. Ach du Scheiße, ey. Also das ist wirklich lahm. Also so langsam wie das Teil fährt, da frage ich mich echt manchmal, oder in dem Fall fällt es mir gerade so ein,
Warum machen die Entwickler nicht einfach einen Schneckensimulator? Das wäre doch auch mal interessant, dass man eine Schnecke spielt, ja? Wie sie das so durchs Leben schreitet, gleitet. So ein bisschen rollenspielmäßig, ja? Dass man sich auch irgendwie verbessern kann und so. Also das hier ist, also das wäre die ideale Engine für den Schneckensimulator 2014. Wenn der jetzt tatsächlich erscheint, dann möchte ich bitte am Gewinn beteiligt werden für diese glorreiche Idee, die ich hier schon wieder in die Welt posaune. Ich komme jetzt fast zu. Ich bin ja jetzt mal gespannt, was dann da noch kommt, weil wenn das alles ist, das ist jetzt genau das gleiche, was ich in den Trainingsmissionen habe machen müssen. Und wenn ich das jetzt ständig machen muss, dann weiß ich nicht, ob das so sehr spannend ist auf Dauer. Das ist jetzt auch erstmal die vierte Folge, die letzte, die ich meistens so vorproduziere. Und da müsst ihr mir sagen, ob ihr noch mehr sehen wollt davon, ja, von dem Spiel. Bin ich eigentlich richtig immer noch? Ja. Das ist ein feindlicher Tanklaster. Ja, den kann man nicht bewegen. Komisch. Komisch, komisch! Ach, ich muss diese Gefährte ja auch noch aus dem Einflussbereich des Flugzeugs entfernen. Sonst kann das ja wieder nicht geschleppt werden. Warum heißt es schleppen eigentlich, wenn man es schiebt? Also schleppen impliziert für mich eigentlich, dass man es zieht. Ja. Ah ja, pass auf, da vorne, da ist noch dieses Frachtbeladungsteil, das muss noch weg. Das muss noch weg, Freunde. Sonst geht das jetzt hier nicht, das wissen wir, das haben wir schon gelernt. Aber wir können es ja schon mal anpassen hier. Warum geht das jetzt nicht? Warum wird das jetzt nicht grün? Doch, jetzt hier so, okay. Das erinnert mich mit der Einparkerei auch so ein bisschen an den THW-Simulator. Den habe ich jetzt nicht mehr so gut im Gedächtnis. Komm jetzt, was ist denn los? So, jetzt passt. Jetzt muss aber das Teil hier noch weg, ne? Kann ich den jetzt einfach wegfahren oder muss ich den erst hochfahren? Ne, fahren wir einfach weg. Moment. Rückwärts oder was? Warum fahre ich jetzt rückwärts? Nee, so fahre ich vorwärts. Ach, so ist ja auch vorwärts. Das ist alles etwas verwirrend. Ich bin ein alter Mann, da muss man ein bisschen, ne? Jetzt müsst ihr verstehen, das geht alles nicht mehr so gut. So, die drehen sich jetzt schon wieder nicht mehr. Das ist ja langweilig. Doch, der dreht sich noch ganz leicht. Geben wir ihm halt noch einen Impuls. So, komm. Hör auf mit dem Blödsinn. Wir werden jetzt versuchen, das Ding hier irgendwie startmäßig anzuschubsen hier. Jawohl, ja. Ich bin so gut, oder? Bin ich gut oder bin ich gut? Es ist mal wieder an der Zeit. Ihr müsst mal wieder was in die Kommentare schreiben. Und zwar, Harald ist der Airport-Gott. Das wäre cool. Das schreibt er rein. Dann wisst ihr wenigstens, was ihr hinschreiben müsst, ne? Deswegen sage ich das ab und zu mal. Und ich habe es auch, glaube ich, in der ersten oder zweiten Episode schon gesagt. Das Spiel ist insofern ziemlich geil für Computerspiele-Fans, weil weil die ja sonst im normalen Leben nichts zum Abschleppen kriegen. Und hier wenigstens ist eine dicke Jumbo. Immerhin. So, guck, da rechts unten seht ihr, wie es reingeschoben wird. Da kann ich noch ein bisschen korrigieren. Zur Mitte hin. Was babbeln die eigentlich dauernd? Im Hintergrund, ich verstehe die gar nicht. So, 400 von 1100. Ich hoffe mal, dass das jetzt reicht. Sonst habe ich vielleicht zu viel Zeit verplempert und schaffe die Mission nicht. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Aber wie sage ich immer so schön? No risk, no fun. So, jetzt kommt grün. Ich bin so gut. Ich bin ja sowas von gut. Neuer Rekord. Wertung A, obwohl ich mir noch Zeit gelassen habe. Ja. Fantastisch. Du hast einen Anfängerpokal gewonnen. Anfänger, du spinnst wohl. Blöder Pisser. Oh, ich habe noch was gewonnen. Lauter Pokale. So. Pünktlich. In Kürze landet ein Jumbojet. Fordere hierfür den Service zur Flugabfertigung an. Beachte, dass es ein Zeitlimit gibt. Das ist jetzt auch nichts Neues, oder? Komm, mach mal gleich. Da steht nicht, was ich machen muss, oder? Muss ich das erstmal anklickern, oder was? Catering? Fangen wir mit dem Catering an, wie immer. Es ist Nacht. Meinen die das Flugzeug hier, oder was meinen die jetzt welches? Wahrscheinlich, ne? Na, das ist ja einfach. Das ist ja für Kindergarten, ey.
Folik in der Gacke. Komm, hoch das Plattförmchen. Und drin in die Box. Die Musik ist richtig geil. Ich bin ja auch ein sehr guter Beatboxer. Ihr könnt auch drunter schreiben, dass ich ein unheimlich guter Beatboxer bin. Das ist auch lustig. Da fragen sich dann die Leute, die das Video nicht gesehen haben und nur die Kommentare mal anschauen. Was schreiben die denn für eine Scheiße? Das ist bestimmt lustig. Also, diesmal lasse ich euch die Wahl. Uppala. Jetzt konnte ich da reinschauen. Toll, ne? Flacker, flacker, flacker. So, ein bisschen außer Rand und Band bringen. Jetzt machen wir mal hier das Boarding gleich. Das geht am schnellsten, würde ich sagen. Upsa, zu weit. Ihr merkt schon, das Spiel macht gute Laune. Das Spiel ist geil. Aber heute kratzt ganz schlimm dolle in meinem Hals. Noch viel schlimmer als sonst. So, dann fahren wir das blöde Teil auch gleich wieder weg. Oder da lang. Oder ist es eigentlich völlig egal? Ich habe keine Ahnung. Wir machen Betankung. Betankung, Betankung. Wir betanken und danach lassen wir uns bedanken. Oh Gott, ich bin heute wieder so lustig. Meine Fresse, ey, da schlafen doch jedem die Füße ein bei solchen Sprüngen. So, pass auf. Jetzt kommt wieder Ficky Ficky. Das ist meine Lieblingsaufgabe hier im Spiel. Aber das ist jetzt wirklich genau das gleiche nochmal, ne? Also ich merke jetzt gerade keinen Unterschied zur Mission zuvor. Aber naja, ich will mal nicht vorher unken, vielleicht passiert ja noch was, dass irgendwie ein Flugzeug abstürzt oder so. Ah, da ist was Neues. Pass auf, ey. Da steht Entladen. Sonst stand da immer Beladen. Alles klar. Muss ich das geschmuggelte Heroin rausholen, offensichtlich. Ich verstehe. Könntest du ein bisschen schneller tanken, bitte? Wenigstens ist das Flugzeug diesmal ganz in der Nähe. Da spare ich viel Zeit. Komm, weiter weg. Weg! Stopp, zurück. Nicht so weit weg. Stell dich ein bisschen zu deinem Kumpel hin. So ist fein. So. Jetzt brauche ich dann vielleicht nur den Fracht. Dingsbums. Obwohl, nee, abholen muss ich es ja wahrscheinlich auch irgendwie, oder? Ah, werden wir gleich sehen. Ich solle entladen. Das ist ja mal ganz was Neues, ey. Der Brüller. Also, die Missionen sind schon sehr abwechslungsreich. Na gut, ist erst die zweite. Ich will noch nicht zu früh mein Urteil fällen. So, wie mache ich das jetzt? Hochfahren. Wie kriege ich das jetzt darüber? Ah ja. Mit S. So, und jetzt? Muss ich es jetzt abholen wahrscheinlich, ne? Mit dem Transporter oder wie? Ja. Das ist logisch. Das ist logisch. Ja, Charlie 8. Ja, ist ja gut, komm. Ich sehe es ja, dass das nicht so einfach ist. Da müssen wir uns ein bisschen hindrücken hier. Das wird schon. So, wie gehe ich das jetzt wieder rüber? Keine Fracht auf dem Wagen. Ja, du blöder Penner. Ich muss doch erstmal rüberschieben. Wie geht denn das? Du blöder Penner, was willst du denn jetzt? Scheiße. Jetzt dachte ich, die Mission wäre total einfach. Ja, schön. Ich fahre nochmal ran. Vielleicht geht's dann besser. Ja, wir sind am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, und falls ja, dann wäre es toll, wenn ihr ein Like da lasst. Und sagt mir bitte, ob ich weiterspielen soll. Auch das ist eine wichtige Information für mich.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Sehen wir uns eventuell in der nächsten Episode, wenn ich versuche, das hier irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Das sieht diesmal nicht so gut aus, ne? Okay, also. Ciao, ciao!